Okay, ich dachte mir erstmal, okay, es ist ein bisschen... Wie unheimlich ist es? Hafer voll von Schrott. Schrott. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu DIY Inspiration. Und herzlich willkommen zu einer neuen Versus Challenge. Wir haben wunderschöne Masken, Leute. Die sind so verrückt. Das sind Barbie-Masken, haben wir bei Primark entdeckt. Ich muss die erstmal aufsetzen. Es ist ein bisschen... Wie unheimlich ist es? Es ist sehr unheimlich, ehrlich gesagt. Oh. Weil die Maske, ich weiß es nicht, die dehnt sich, weißt du? So, die sieht halt nicht so aus wie die hier. Hier sieht sie noch in Ordnung aus, aber hier siehst du aus wie so, weißt du, so eine Fliege. Und es hat einfach es hat auf jeden Fall diese hier hat Kühlelemente drin. Ja, bei mir nicht. Also, die haben wir schon rausgenommen. Ja, genau. Ja. Aber es ist egal. Es ist egal. Es kommt nicht auf die Masken an heute. Ja, genau. Wir werden nämlich probieren. Wir werden Süßigkeiten und Getränke probieren. Und das Ganze, eine Person blind und die andere Person muss sich die Nase zuhalten. Ja. Und dann müssen wir raten, was es sein könnte. Mhm. Bei einigen Sachen ist es vielleicht einfacher als bei anderen. Ja. Aber wir müssen erstmal entscheiden, wer von uns die Maske aufbekommt. Und wer von uns die Nase zuhält. Ne? So, okay. Ich würde mal sagen, schnick, schnuck. Ja. Schnick, schnack, schnuck. Okay, schnick, schnack, schnuck. Okay, du darfst entscheiden, welche von den Glocken du möchtest. Ist heute kein Essen drunter, sondern nur ein Zettel. Ich behalte. Okay, du behältst. Okay, so, drei, zwei, eins. Kein Zettel für mich. Eine Maske! Okay, ich werde die Maske auf der Stirn lassen. Okay, und ich werde die Maske jetzt schon runter. Alles klar. Sieht's gut aus? Das sieht sehr gut aus. Das steht dir sehr gut, Katja. Tut das wirklich? Nee. Oh. Die Augen sind auch so viel seitlicher im Kopf. Ja, das ist bei dir genau das Gleiche. Ja, es sieht total verrückt aus. Wir müssen gleich auf jeden Fall Fotos damit machen. Bitte. Okay, alles klar. Okay, let's go. Unser erstes Essen. Okay, ich halte mir schon mal die Nase zu, für den Fall, dass es doch sehr stark riechen könnte. Das ist das. Achso, okay, es ist ein Glas, Katja. Es gibt was zu trinken. Das ist ein Glas. Sorry, ich kümmere mich hier überhaupt nicht darum, dass Katja gerade nichts sehen kann. Okay, du riechst schon mal. Ich kann riechen. Du kannst riechen. Okay, ich habe es probiert. Es sieht, also ich beschreibe es mal nicht, aber ihr seht es ja auch. Ist es eklig? Also ich schmecke so gut wie nichts, außer dass es kalt ist. Okay. Oh, es ist nicht eklig. Ich weiß, was es ist. Du weißt, was es ist? Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es schon sagen. Magst du nicht? Mhm. Also ich finde... Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, warum. Also ich mag das eigentlich. Willst du die Brille abnehmen und sagen, was es ist? Ich krieg's nämlich nicht. Also soll ich? Ja. Also ich gebe dir ein bisschen Okay. Hints. Also das ist das, was ich auf jeden Fall mag als Süßigkeit, aber das ist jetzt als... Okay. Ist das Eis? Nein. Das ist quasi so... Ich krieg nicht. Also das ist keine Süßigkeit. Es ist quasi ein Obst. Glaube ich. Eine Nuss? Ah, das ist Dingswasser. Ja. Dingswasser. Kokoswasser. Das ist Kokoswasser, Leute. Ich weiß nicht, Leute, ihr kennt das bestimmt, wenn man Schnupfen hat oder so und sich sonst die Nase zuhält beim Essen, was man ja immer tut. Ich hab das wirklich nicht. Ja, natürlich. Das schmeckt auch noch vielleicht ein bisschen süßlicher oder so bei dir. Ein bisschen kalt. So ja. Ich habe wirklich nur die Kälte geschmeckt. An sich ist es ja auch, also das Kokoswasser an sich ja halt relativ so neutral ist. Ja. So sehr, also da ist ein wenig Geschmack und wenn der Geschmack ist, dann ist es so sehr schnell weg, ne? Ja. Aber, Katja, es ist erstmal ein Punkt für dich, du hast es erkannt. Ich mag das nicht. Ich liebe Kokosnuss. Ich finde es okay. Ich trinke das aus. Okay. Nee, ich trinke das aus. Also vielleicht irgendwo drin oder so. Jetzt kann ich mir von Pfirnpunkten vorstellen mit diesen Natural Cereals. Mit frischen Erdbeeren und Eiswürfeln. Aber sonst so. Naja. Okay, schwierig. Ja. Es ist erfrischend aber. Auf jeden Fall. Mhm. So, ich würde mal sagen. Ein Punkt für dich und wir spielen wieder aus, wer die Maske aufsetzt. Mhm. Okay, es wurde neu drunter gepackt für uns. So, Eva. Du bist dabei. Ich habe zwei Paar Augen. Okay. Ich sage, okay, du hast behalten, ne? Ja. Ich behalte auch einfach mal. Okay. Drei, zwei, eins. Oh, der war bei mir. Der ist perfekt geflogen. Okay, alles klar. Das ist schon tricky, der fliegt ganz gerne mal weg. Okay. Also ich darf sehen. Du darfst es sehen, aber nur mit zur Nase schmecken. Ja, alles klar. Oh, ist das angenehm, das ist richtig schön kühl. Oh, jetzt sind wir dabei. Okay, also ich kann es ja sehen. Du hast dich sehr lustig an, Katja. Also. Okay. Soll ich so die ganze Zeit reden? Oder sag bitte. Okay. Ich rede bitte so. Ich hab mir. Ich weiß, was es ist. Also, ich sehe es, Leute, aber ich. Ich kann es erfühlen. Mhm. Ich weiß auch, was es ist. Es ist eine einfache Runde. Also, es schmeckt für mich süß und ein bisschen sauer. Okay, dann sind wir bei der gleichen Sorte, glaube ich. Also. Okay, gleichzeitig? Ja.
Jogurette-Zitrone. Ja. Wir hätten noch runterzählen können. Okay, das war tatsächlich. Ah, okay. Oh, ich hab's jetzt habe ich meine Nase aufgemacht. Ja, jetzt schmeckt es auf jeden Fall viel intensiver. Mhm. So. Aber so habe ich einfach nur so. Es ist süß. Erstmal die Schokolade und dann dieses Sauerliche. Ganz am Ende. Ja. Also eigentlich. Und die Form war sehr, sehr treffend. Also ich habe direkt erfühlt, dass es Jogurette ist. Mhm. Das sollte auch Duplo sein oder so, ne? Ja, aber Duplo hat. Hat Duplo auch diese Rillen? Mhm. Oh. Dann war ich ein bisschen übermütig. Aber Duplo ist größer. Ich bin mir nicht sicher. Und Duplo hat auch Waffels da drin, ne? Stimmt. Duplo schmeckt auf jeden Fall anders. Ja. Ja. Okay, das ist ein Punkt dann für jede von uns. Mhm. Es steht 2-1 für dich. Das ist die zweite Runde, ne? Das ist die zweite Runde. Okay. Das ist jetzt schon schwierig zu zählen. Okay, gut. Nächste Runde. Jo. Jetzt bin ich ja dabei, ne? Du darfst wieder aussuchen. Okay, du nimmst den. Ich nehme den. 3, 2, 1. Ich hab die Maske. Oh, okay. Ich darf schon wieder an der Nase zuhalten. Alles gut. Ah, okay. Ich sehe es schon. Es sieht sehr komisch aus. Okay. Ich habe den. Ich habe die Schüssel gefunden. Ich glaube, du brauchst etwas. Okay, ich glaube, du brauchst etwas. Du brauchst das hier. Okay, danke. Oh mein Gott. Was ist das? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe hauptsächlich einfach eine Nase da reinzudrücken. Also ich sag nichts, was es ist. Okay. Ich sag. Also ich weiß auch selber nicht gerade. Es sieht halt, ich habe Vermutungen, aber ich habe es noch nicht geschmeckt. Aber ich kann das auch nicht wirklich schlecht schmecken. Ist das Babybrei? Okay. Warum ist es sauer? Also ich schmecke, dass es nur sauer ist. Und es schmeckt so einzelne Körner. Also es ist Brei, glaube ich. Okay. Aber was für Brei, weiß ich jetzt auch nicht. Boah. Kann ich, muss meine Nase... Oh. Ich habe hier... Okay, jetzt habe ich meine Nase ja auch aufgehabt. Ich hab meine Nase reingedrückt. Boah, ich hab irgendwo gekrümmelt. Mein also, Gott. Ich habe gerade ein bisschen gecheatet und ich habe gerade ein bisschen. Okay. Das, ich glaube, es ist so Porridge oder sowas. Porridge, ja, stimmt. Porridge? Stimmt, das kann Porridge sein. Das ist kein, ich glaube, Babybrei ist es nicht, dafür sind zu viele Körner drin. Also, es ist nicht irgendwie. Ich dachte erstmal so, das ist irgendwie so vom Aussehen her, was du halt nicht sehen kannst. Mhm. Das ist irgendwie so Maisgrieß oder so. Das weiß ich nicht. Irgendwie so, es sieht halt. Es ist, sag ich mal so. Fruchtgrieß? Oder gibt es Fruchtgrieß? Ich weiß nicht. Ja, es ist. Also, ich habe ein bisschen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall was Fruchtiges. Also, aber ich denke mal, das ist schon. Ich finde es lecker tatsächlich. Aber. Ja, ich würde auch sagen, das sind Haferflocken mit Früchten. Okay. Also sowas in der Art. Ja. Also Haferflocken, irgendwie sowas. Ich bin schon so Overnight-Oats oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Ja, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall schon, glaube ich, ein Problem. Eva einfach nur, weil ich dachte mir erstmal, okay. Vorsichtig, nicht randalieren hier. Ja, sowas in der Art, so. Aber es ist lecker. Mhm. Ja. Okay, ich mach mal. Also das sieht für mich so wirklich nach Mais aus, irgendwie so. Ja, das sieht aus wie was man braten würde. Und dann würde man da so Taler von bekommen. Ja, stimmt. Sieht aus, da könnte man Gemüseburger raus machen. Mhm. So vegane Burger-Patty. So Mischung, ne? Ja, vegane Falafel-Mischung. Ja, das hat auch die Konsistenz. Ja, Also wir essen wahrscheinlich gerade rohe Falafel-Patties. Keine Ahnung. Nein, also okay. Es ist einmal die Auflösung bitte, was haben wir hier? Nein, es schmeckt anders. Es schmeckt nicht nach Falafel. Ah, okay. Das sind diese Smoothie Balls. Ja, stimmt. Wenn man weiß, was es ist, dann schmeckt das richtig gut. Nach Mango-Maracuja. Mango-Maracuja. Aber man muss es echt wissen. Ja, stimmt. Okay, jetzt schmecke ich das raus. Sonst war das einfach nur so auf einmal extrem so sauer. Wenn man auch weiß, was es ist, dann schmeckt man, also man sieht und spürt halt im Mund auch die Chiasamen. Hafer voll von Schrott. Schrott. Vollkornhafer, also Hafer quasi. Halt Hafer. Lecker. Datteln. Da sind auch Datteln da. Das schmeck ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich bisschen, die Süße. Das ist, glaube ich, kein Kristallzucker drin. Ne? Vorne steht ohne Zuckerzusatz. Ah, okay, dann macht das auch Sinn. Ah, stimmt. Achso, da sind die Zutaten. Ja, das sind keine. Nein. Was kann ich? Spuren von Erdnüsse, Sesam und Schaltfrüchten enthalten, aber. Ja, ich habe meins aufgegessen. Ein Punkt für mich. Nur weil du es aufgegessen hast. Ich habe gerade das dritte Mal aufgegessen. Ich habe das Kokoswasser ausgetrunken, ich habe das Riegelchen gegessen und das habe ich gerade auch gegessen. Also gut, nee, aber du warst schon extrem lang, deswegen würde ich tatsächlich auch einen Punkt an dich geben. Weil dann haben wir Gleichstand. Das ist ja quasi Haferflocken mit irgendwelchen. Haferflocken mit Früchten habe ich. Was ist? Nah genug dran. Okay. Hier ist es. Und Augen zu, wir kriegen getauscht. Okay, vierte Runde.
Oh, Barbie hat. Ich wollte gerade sagen, die gleiche Haarfarbe wie ich, aber das stimmt gar nicht. Meine Haare sehen gar nicht so aus. Schade. Ja, schade. Okay, so, jetzt gehst du das an. Ich tausche diesmal. Okay. Drei, zwei, eins. Schon wieder die Maske. Alles klar, ich kann das wieder die Nase so halten. Ist in Ordnung. Ist okay. In Ordnung. Mal gucken, was okay. Wir jetzt diesmal. Mal gucken, was es wird. Okay, was ist das? Oh nein. Okay. Ich taste mich mal ran. Es ist kalt. Also ich rieche noch gar nichts. Also es ist, ich kann es von der Jogurette. Also es ist nicht wie bei der Jogurette, wo ich sagen kann, das ist es. Ist das? Okay, ich probiere es mal. Es ist wie. Du siehst es ja eh, ne? Ich kann es ja beschreiben. Es ist wie eine Raupe, fühlt es sich an. Wie so eine Spielzeugraupe. Okay. Keine Ahnung. Es ist süß, aber mehr. Es ist so Schoko und drumherum. Ja, also es schmeckt auch danach. Mhm. Also es schmeckt nach Schoko. Mhm. Es hat mit irgendwas Knusprigem gefüllt. Ist Riegel mit so Keksen. Ich denke davon aus, so ist Oreo-Keksen oder so, die das aussieht. Aber ich weiß jetzt nicht, was für ein Riegel das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich guck mal, ne? Das wird kein Punkt für irgendwen hier. Was ist das? Ich kenne das gar nicht. Was ist das? Ich auch nicht. Gut schmeckt es auch nicht. Es ist einfach nur süß. Ja. Ich kann auch nicht so gut schmecken, aber ich finde es ist gut. Es ist gut gekühlt auf jeden Fall. Was ist das? Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die nie gesehen tatsächlich. Aber okay, das schmeckt die jetzt, haben ich, wir, ja, glaube ich, bei Action mitgenommen. Echt? Ja, die sind von Action sind die. Okay. Oreo? Ja, so ein typisches. Ich habe mich gerade auch gefragt, warum die so beschlagen sind. Aber das ist tatsächlich die Kälte. Das geht wieder weg. Ich war so, was ist das? Aber die sind wirklich tatsächlich gut gekühlt, deswegen sind die so beschlagen. Naja. Und die Pünktchen, die sie haben, sind die Oreo-Stücke, die rausgucken. Ja, das ist alles dachte, gut. Das ist alles gut. Ich dachte so, Was habe ich gegessen? Nein. Das ist alles in Ordnung. Nee, also okay, kein Punkt für uns. Nee. Wie ist und das? Ich muss auch sagen, tatsächlich ist mir persönlich zu süß. Das ist mir persönlich auch nicht. Also ich finde da die Gewürze mit Zitrone viel besser auf jeden Fall. Ja. Danke viel, viel. Okay. Gut, okay. Nächste Runde. Okay, ich habe einfach die Brille wieder aufgesetzt, weil wir können ja tatsächlich wir so. Wir müssen erstmal, ja, okay. Boah, ich habe keine Ahnung. Du darfst entscheiden. Ich tausche mich. Ich tausche. Okay. So. Drei, zwei, eins. Ja! Okay, ich habe die Maske endlich auch bekommen, weil ich kann nicht mehr. Du kannst dir nicht mehr die Nase zuhalten. Das ist krass genug. So, mal gucken, was wir jetzt haben. So. Okay, es ist ein orangefarbenes Getränk. Achso. Spoiler, ich mach's einfach Katja noch einfacher. Orangefarbenes Getränk. Ja. Ist es Fanta? Ich kann nicht trinken, wenn ich mir die Nase zuhalte. Oh, extrem süß. Nein, also ich schmecke gar nichts. Also ich schmecke nach Fanta, aber irgendwie ist es anders Fanta. Nee. Es ist so süß Fanta. Also. Ist es irgendwie Fanta Zero oder so? Also, ich kann nicht sagen, ob es süßer oder saurer ist als normale Fanta. Es sieht nicht aus wie normale Fanta, das sage ich schon mal. Es sieht nicht aus wie normale Fanta. Es wird keine normale Fanta sein. Du meintest aber, das ist orange. Es ist orange, aber es hat ein anderes. Es schmeckt nach Fanta. Es hat eine andere nach Fanta, aber so ein bisschen anders. Eine andere Orange-Qualität als die normale Fanta. Hat nicht Fanta die ganze Zeit so verschiedene Sachen und so? Ja. Und verschiedene Specials. Aber wenn es das ist, dann schmeckt es nicht gut. Ist es, ich kann nicht sagen. Also, ich muss nochmal. Es ist auf jeden Fall kalt, das ist gut. Boah, ich fühle mich gerade so, als ob ich so ein Medizin nehme, so Hustensaft oder so. Das ist so richtig hart vor Ekel. Warum ekelst du dich? Nee, ich ekel mich ja nicht, aber ich halte ja die Nase zu, damit ich möglichst wenig davon mitkriege. Ach so. Nee, also ich kann. Ich sag, dass Fanta. Es süß ist, aber ich weiß, nein. Ich sag mal Fanta, ich weiß aber nicht, welche Sorte, welche Richtung das ist. Ich sage, es ist Fanta Exotic. Aber ich weiß nicht, ob nee, das Exotic ist es nicht. Exotic ist es nicht? Es gibt aber Fanta Exotic, ne? Exotic liebe ich tatsächlich über alles. Ist es nicht orange? Nee. Ich sage, es ist die geheime Fanta. Diese geheime Fanta, die es gab. Mhm. Nee, die war pink, ne? Ich sag, das ist Fanta Zero oder so. Ich sag, es ist Fanta Exotic. Einfach nur ausgetrunken. Ach so! Boah, keine. Mango und Dragon Fruit. Boah, das schmeckt wirklich immer so wie Fanta Zero oder so. Jetzt aber okay. Ich probiere das nochmal. Doch, Mango stimmt, so ein bisschen. Boah, und Drachenfrucht. Katja, probier das mal. Also, ich weiß, du schmeckst gerade eh nicht so viel, aber halt dir tatsächlich nochmal die Nase zu. Das ist komplett anders.
wirklich am Fantasy so Exotik irgendwie. Ja, also das ist komplett anders. Kein Punkt für jemanden. Es ist viel, viel saurer. Ja. Es ist, das hier ist überhaupt so kaum sauer, so extrem süß. Mhm. Und wenn du so deine Nase zuhast, dann ist es so richtig sauer. Dann kann ich jetzt verstehen, warum du Exotik sagst. Ja, stimmt. Okay, es war nicht Fanta Exotik. Mhm. Okay. Hm. Interessant. Wir waren beide nicht. Nee, du hattest normale gesagt, ne? Ich habe Zero gesagt. Okay. Es schmeckt ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, wie anders. Nee, dann sind wir beide daneben. Mhm. Aber die ist sehr hübsch mit der Dragonfruit drauf. Aber Drachenfrucht ist ja auch relativ einfach nur süß. Ne? Ja, Dragonfruit ist einfach nur süß. Die ist einfach nur süß, die hat ein bisschen unbedingt so einen krassen Geschmack. Und jetzt so schmecke ich ein bisschen Mango raus, ja, das stimmt. Ja. Aber schwierig, sonst so? Mhm. Ganz schwierig. Okay, nächste Runde. Steht immer noch 2-2. Ja. So, jetzt bist du dran. Mhm, wir können wieder. Mhm, ich sag tauschen. Okay. Ihr tauscht. 3, 2, 1. Oh, eine Maske schon wieder. Die Maske. Alles klar. Weg damit. Und Katja setzt die Maske auf. Mhm. Habe sie kleidsam immer noch auf der Stirn. Mal gucken, was wir jetzt haben. Es ist ein Teller, Katja. Oder ist etwas auf dem Teller drauf? Was ist das? Ich habe das schon mal gesehen. Ich schmeck's aber. Es ist lustig. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Da sind. Ja. Ich kriege keinen Geschmack da rein. Süß. Ja. Mm. Und ein bisschen salzig. Es sind diese. Soll ich schon mal sagen, was es ist? Ja, sag es, ich krieg's nicht. Das sind diese Crispies. Ja. Ich weiß aber nicht, welche Marke das sind. Wir hatten die, glaube ich. Schokocrossis. Aber ich krieg den Geschmack nicht rein. Was, wo das schmeckt die? Es ist so milchig. Ja. Süß. Das ist irgendeine Special Edition, aber ich nehme das mal einmal raus. Das ist irgendwie weiße Schokolade auf jeden Fall. Milchig. Mhm. Aber da ist noch irgendein Special-Dings drin. Ich weiß nicht was. Ich könnte so auch nicht sagen, ob das Milchschokolade oder weiße ist. Ich glaube weiße. Ja. Also ich bestätige es, es ist weiße Schokolade, aber ich habe... Nein? Nee, doch, es ist weiße. Aber ich kann nicht, es ist süß. Es ist süß und knusprig. Ich habe so ein bisschen so einen Hauch von so Eiskaffee. So einen, okay. So einen Kaffeegeschmack, so ein Eiskaffee. Okay. So einen weißt du, so ganz leichten, so weißt du, so wie wir das hatten, mit so Karamell... Ah, der Karamell-Eiskaffee, den Karamell-Eiskaffee, sowas ja. Ähnliches ist es. Ja. Also ich alles weiß klar. Jetzt nicht, also ich habe schon alles aufgegessen. Weg. Also wir hatten eins. Mhm. Okay, ich esse mal meins jetzt auch mal auf. Mhm. Ich kann nicht mehr sagen, als das Kaffee-Geschmack. Also ich denke mal so, diese Kaffee mit weißer Schokolade, dieses Schoko-Dings, Crossies war das, was wir Schoko-Crossies mit Kaffee-Geschmack. Boah, ich habe die auch schon mal gegessen. So. Ich weiß, was es ist, aber ich habe es gerade den letzten so gegessen. Okay. Das ist Tiramisu. Ah. Also Kaffee war schon absolut sehr, sehr gut. Also der Punkt, auf jeden Fall für dich, kommen sie. Ah, diese Dinger, stimmt. Schokocrossis, Tiramisu und die sind weiß und da sind diese kleinen Nips drin. Die sind lecker. Weil es hat so nicht so einen krassen Kaffeegeschmack, sondern so diesen Eiskaffee, den Karamell so. Ja. Wo du halt so den sehr viel Milch anrührst und dann so ein bisschen geschmacklich. Ja. Das Krasse wieder, so den Kaffee konnte ich überhaupt nicht schmecken. Okay, ja. Ich konnte den Kaffee ohne Nase. Also das Höchste, was man wirklich schmeckt, ist so das Saure und das Süße. Und ich glaube das Salzige vielleicht mal. Ja. Also wenn man jetzt was Salz habe ich auch geschmeckt. Vielleicht von denen, da sind ja Cornflakes drin. Mhm. Vielleicht ist da so ein bisschen Salz noch mit dran. Ja, das sind diese typischen, diese Basic-Geschmäcker, die man hat. Ja. Salzig, süß, sauer, bitter. Bitter, ja, genau. Bitter hatten wir, glaube ich, nicht bisher. Ich habe nichts Bitteres geschmeckt heute. Okay, so. Noch eine Runde? Noch eine Runde. Vielleicht hole ich auf, vielleicht steht es gleich 3-3. Mhm. Okay, also wurde getauscht. Ich habe meine Maske wieder abgenommen, wir sind noch gar nicht da. Okay, du darfst entscheiden. Du? Ich darf entscheiden? Ich, stimmt. Ach, ich bin ja immer in den geraden Runden dran. Ich möchte es behalten. Okay, 3, 2, 1. Ich habe die Maske. Alles klar. Alles klar. Die letzte Runde auch ganz schön. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht extrem komisch aus. Okay, Katja, du machst mir Angst. Ich weiß nicht, was ist. Okay, ich habe es gefunden. Was ist das? Was ist das? Es schmeckt einfach nur süß. Und ich sehe, dass da Cookies drin sind. Okay.
schmeckt nur süß. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich sehe, dass das Schokolade ist. Ich habe das auch noch nie gegessen. Ich kenne das auch von der Form her nicht. I give up. Ich kann nichts dazu sagen. Es schmeckt gar nichts. Okay. Also ich merke, also es ist Cookies drin. Ja. Also knusprig irgendwas. Es ist Milchschokolade drumherum, weil es schmilzt an meinen Fingern schon, das merke ich. Und es ist dieses künstliche Erdbeer, also so wie bei Joghurette. Das schmecke ich gar nicht. Also wäre das eigentlich nicht süß und so? Stimmt, das ist ja so. Ja, süß ist es. Also so erdbeerig. Nicht süß oder wäre das vielleicht nicht süß oder so, vielleicht sauer? Also, weißt du, ja, nee, also es ist, ich glaube, es ist, Erdbeere ist auf jeden Fall mit dran. Okay. Okay. Was ist das? Ah, okay. Ich schmecke Erdbeere. Ich weiß auch nicht. Also, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sind irgendwie so ganz komische Sachen. Nee, so, was ist das? Haben wir das auch bei Action gekauft? Nein, weiß ich nicht. Please show it. Okay, ja. Okay. Ich kenne die Verpackung, aber ich kaufe die. Chips. Dieses sieht aus von der Verpackung her, von der Form, wie diese kleinen Panda-Bärchen. Die mag ich sehr gerne. Himmlischer Erdbeergeschmack. Limited Edition. Oh ja. Keine Ahnung. Also ich finde es nicht unbedingt ganz lecker. Also jetzt habe ich so ein bisschen nachgeschmackt und so von dieser Erdbeere. Ich finde es jetzt nicht, ich würde es mir nicht kaufen. Nee, ich bin auch kein großer Fan. Also es erinnert mich stark an Joghurette. Mhm. Joghurette mit Cookies. So schmeckt das. Aber dieser künstliche Erdbeergeschmack erinnert mich so, ja, es ist halt so richtig extremer künstlicher Geschmack. Ja. Es ist irgendwie so irgendein Geschmack aus meiner Kindheit oder so. Ja. So diese künstliche Erdbeere. Weil ich bin auch kein, die Schokolade ist mir auch zu süß. Ja. Okay. Wollen wir noch eine Bonusrunde machen? Bonusrunde? Ich will aufholen. Bonusrunde, komm. Natürlich! Komm. Die Runde war kurz. Du entscheidest, letzte Runde. Ich tausche. Sorry. 3, 2, 1. Oh! Nochmal. Du hast die Maske. Fantastisch. Sehr gut. Okay. Katja, es gibt wieder ein Getränk. Gib es dir. Da ist es. Jedes Mal, wenn ich ein Getränk trinke, dann sehe ich das nicht. Ja, ich sehe es. Aber es ist, ich sag mal so, es ist kein sehr hübsches Getränk. Schmeckt der Passmelone. Nicht schmeckt, sondern riecht. Es ist kalt, das kann ich sagen. Es schmeckt auch nur Wassermelone, das ist Wassermelone. Es ist halt aber keine Kohlensäure. Es ist kalt, es könnte auch einfach super verdünnte Cola sein, von der Optik her. Ist das Wassermelone oder ist das vielleicht Honigmelone? Kennst du Getränk, das nach Honigmelone schmeckt? Stimmt. Es schmeckt auch nur Melone. So, ich gebe auf. Also ich wäre da nie drauf gekommen. Ich glaube also, also Wassermelonensaft gibt es ja nicht. Ich denke mal trotzdem, dass es vielleicht ein Eistee ist oder so. Ja, bin ich bei dir? Ich habe ein Eis, ja stimmt, es hat so ein bisschen kleine Noten von so Schwarztee, glaube ich, so ein bisschen bitteres Ding. Weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal Schwarztee gibt, doch habe ich, aber... Ich bin ja eh schon ausgestiegen. Oder es ist einfach nur Grüntee und ich hab's. Nee, m-m. Also ich hab's gerade auch. Ich halte mir die Nase übrigens nicht mehr zu. Ja. Ich glaube, es ist noch ein Punkt für dich. Damit gewinnt Katja auf jeden Fall dicke. Ich glaube, das sieht nach einem Eistee aus. Was für ein Eistee ist das? Ah, okay. Ja, natürlich. Den kennen wir doch. Es schmeckt, glaube ich, extremer nach Wassermelone als nach Tee. Direkt gebrühter schwarzer Tee. Respekt an Katja. Nice. Respekt. Schwarze, ich glaube, es endet mit 4-2 für dich. Es ist gar nicht so einfach. Erstmal, wenn man die Sachen nicht sieht. Ja. Und dann, wenn man besonders bei Getränken, wenn man sich einfach die Nase zuhält. Boah, bei Getränken wäre es, also wenn man nur Getränke, so ein Getränk-Challenge machen würde, von Getränken, die extrem so ähnlich auch sehen, zum Beispiel bei den Fantas und so, mit verschiedenen Geschmäcken, da würde ich aber noch nie drauf kommen, was das alles ist, ne? Können wir euch auch mal aufprobieren. Können eine große Fanta-Taste-Challenge machen. Mal wieder ganz viele Fanta-Sorten. Oder vielleicht eine Brati-Challenge. Kann man auch machen. Ja, alles klar. Gerne. Unten rein. Ja, aber sonst auch schöne Sachen zum Essen. Ja. Sehr gut. Schöne, aber die Joghurtte war sehr gut. Die Joghurtte war sehr gut. Gucken, ob es noch welche gibt. Also Leute, wenn es euch gefallen und Spaß gemacht hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.